vor mir dieses Paranoia! I mean, how can you not hate this perfect chick here? Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich würde sagen, nächste Show, wo ich mitmache, Supertalent. Ne Leute, im Ernst, ich habe früher war ich in der Musical AG und ich dachte irgendwie immer, ich kann richtig gut singen. Und ich habe einfach letztens ein Video gefunden, was wir mit der Musical AG damals hochgeladen haben. Und wir dachten so, das wird unser Durchbruch. Eigentlich müsste ich darauf mal reagieren. Aber ich habe irgendwie Angst. Aber es ist ja auf YouTube, also können sich die Leute, die da drin sind, ja auch irgendwie nicht darüber beschweren, oder? Soll ich mal auf unser altes Musical-Video reagieren? Wenn ja, dann lasst diesem Video mal gerne einen Daumen nach oben. Wir haben uns wirklich übelst viel Mühe gegeben, aber ich finde einfach, dass ich überhaupt nicht singen kann. Und ich frage mich, warum die Leute mir dort gesagt haben, dass ich singen kann. Sagt mir gerne Bescheid, ob ihr wollt, dass ich das mache. Dann lasst es mich mit einem Daumen nach oben wissen. Dann, ja, wir haben ein Musikvideo produziert damals. Ich glaube, es ist cringe AF. Ich habe es erstens John gezeigt und er hat sich vor Heulen nicht mehr eingekriegt. Lasst euch übrigens nicht von diesem Klamottenberg hier unten beeinflussen, denn eventuell wartet ein Werbung vs. Rität China Online Shop Video auf euch. Es muss nur noch abgedreht werden und ihr seht, wie viele Klamotten das sind. Das ist diesmal ein XXXX Haul und deswegen drücke ich mich ein bisschen davor, die Sachen alle anzuziehen. By the way, Leute, ich verlinke euch immer jetzt meine Clip-Töpfe unten in der Infobox. Ich muss nur sagen, ich habe irgendwie so einen harten Verschleiß. Ich trage die ja wirklich jeden Tag und auch beim Feiern und auch wenn es regnet und auch alles. Und das hier ist jetzt schon mein zweiter und der ist auch langsam so ein bisschen so. Ich weiß nämlich nicht, ob man die waschen kann oder glätten. Also irgendwann werden die unten immer so ein bisschen so spröde. Und vor allem mein langer Zopf ist gerade kaputt gegangen, weil ich ihn zu krass durchgekämmt habe. Der war einfach so krass verknotet, weil ich letztens damit feiern war. Es war kein Spaß und jetzt ist er mir kaputt gegangen. Dieser lange mit den Wellen, wisst ihr? Da hinten liegt ein Vorrat. Wartet, ich zeig's euch mal kurz. Hier liegt tatsächlich ein Vorratszopf, aber der ist länger als der hier. Also ich habe den hier in 50 cm und dann der hier ist jetzt 60 cm. Ich habe mir überlegt, den auch nochmal in 70 cm zu kaufen, weil ich die einfach so hart feiere. Okay, genug gelabert. Ich habe euch auf Instagram gefragt, falls ihr dem mal, by the way, noch nicht folgt, dann tut es jetzt sehr gerne, ob ihr damals ein anderes Bild von mir hattet, wo ihr das erste Mal so mit mir in Kontakt gekommen seid. Also mir haben Freunde geantwortet, aber auch ihr. Mich hat es einfach mega interessiert, weil ich mich zurzeit extrem viel damit auseinandersetze, weil sich mein Bild von manchen Leuten auch verändert hat. Teilweise ins Negative, meistens sogar leider ins Negative, weil ich so jemand bin. Ich bin am Anfang immer übelst naiv, wenn ich jemanden kennenlerne. Also ich gehe eigentlich immer so voll positiv an jemanden ran und voll oft enttäuscht mich diese Person halt. Ihr wisst gar nicht, wie viele Influencer ich kennengelernt habe, die ich so wundervoll gefeiert habe früher und mir jedes Video von denen angeschaut habe, die ich dann im Real Life kennengelernt habe und mir nur so dachte, Auf jeden Fall hat mich interessiert, wie das so bei mir ist. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit den Meinungen über mich. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen darf, aber Jule, ich sag's jetzt einfach mal. Lukas Freundin Jule hat mir eine so unglaublich süße Nachricht geschrieben. Ich fand dich so nett, dass ich mir so dachte, lol, nee, das kann doch nicht sein. Aber dann mit der Zeit habe ich gemerkt, dass du einfach wirklich ein krank netter Mensch bist und immer deine Meinung sagst und sehr gute Ansichten und Werte hast und auch vermittelst. Leute, das ist so krass süß. Ich hätte, also dadurch, dass ich sie halt auch im Persönlichen kenne, war das für mich irgendwie noch heftiger, weil ich finde, selbst wenn man miteinander befreundet ist, sagt man sich sowas so voll selten. Also ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch ist, aber bei uns ist es so, man schildert miteinander, aber man sagt einem voll selten irgendwie was über einen. Und ich habe zum Beispiel letztens so ein Video von Krankhafter gesehen, das von Max. Da hat er auch so seinen Freunden so 5 Fragen über sich gestellt. Ich finde sowas so mega cool, weil ich glaube, dass man das einfach auch ohne ein Video viel öfter machen sollte. So darüber reden, was man an einem mag, was nicht. Weil ich finde, Kommunikation ist zwischen Menschen einfach so geil, dass wir das überhaupt können. Und man kann mit Kommunikation einfach so viel erreichen. Und ich glaube, man kann Menschen auch sehr glücklich machen. Ich merke das immer. Manchmal habe ich so einen Moment und dann sage ich zu Mädchen, die ich auf dem Klo oder so treffe, auf einer Party so, boah, du bist voll hübsch. Und dann sagen die so, echt? Wisst ihr? Und man merkt direkt, man hat jetzt deren Partyabend noch cooler gemacht. Na egal, okay, ich schweife schon wieder ab. Ich liebe es einfach. Ich finde, das sind die krassesten Komplimente, wenn man mir sagt, dass ich gute Ansichten habe oder so. Okay, hier schreibt noch jemand. Anfangs dachte ich, wie kann man so offen sein, dass man sich gleichzeitig auch so angreifbar macht? True. Tut man sich wirklich? Marcel sagt auch voll oft zu mir so, Alter, sag das jetzt nicht oder heul jetzt nicht oder du kannst das nicht in der Öffentlichkeit machen. Und ich denke mir so, doch, ich bin genau deswegen in der Öffentlichkeit, weil ich, das sage ich oft, so oft immer, ich möchte die Person für euch alle sein, für alle meine Zuschauer, egal wie alt, die ihr gerne in eurem Leben haben, die ich
Wow. Die ich gerne in meinem Leben früher gehabt hätte. Also ich will die Person vor allem sein für die Jüngeren, die ich früher einfach gebraucht hätte, um mich selber weiterzuentwickeln. Also ich habe immer so eine Role Models gesucht. Ich habe Avril Lavigne so gefeiert, obwohl ich nie Interviews von ihr geschaut habe, weil damals ging das alles noch nicht so einfach. Man ist noch nicht an so viel Material so viel so schnell rangekommen. Aber ich fand ihre Musik so cool und sie war so rebellisch und sie hat sich so eine pinke Strähne gefärbt und hell yes. Hätte ich damals ein Glätteisen gehabt, meine Haare wären lang und blond mit einer pinken Strähne gewesen, weil ich so ein Fangirl war. Aber wisst ihr, ich fand es immer schon so geil, wenn Leute so ein bisschen rebellieren und nicht so komplett so sind wie die Masse halt. Und das versuche ich halt auch zu machen. Klar mache ich teilweise Content, der auch einfach, aber immer auf meine eigene Art. Wisst ihr, was ich meine? Und ich versuche euch so oft Botschaften mitzugeben und ich hoffe einfach, dass unsere Community noch wächst, weil ich glaube, dann können wir ein sehr cooler Menschenhaufen an Geschöpfen werden. Mittlerweile finde ich dich einfach nur noch mega cool. Manchmal tappe ich mich dabei, deine Freundin sein zu wollen. Und guck mal, genau sowas will ich erreichen. Mach einfach genauso weiter. Ich bin froh, dass du keine Fake Lashes, gemachte Lippen, Brüste etc. hast. Naja, heute habe ich meine Lippen ungefähr 3 Kilometer lang übermalt. Aber sie sind nicht fake. Und ich finde auch, nur weil jemand Fake Lashes, Fake Brüste und so hat, ist es nicht unbedingt ein Mensch, der weniger cool sein kann. Also ich glaube, auch Leute, die sich so rum, also faken, können trotzdem übelst coole Menschen sein. Aber ich finde es sehr cool, dass du an mir zu schätzen weißt, dass ich das nicht immer so mache. Also weil mich selber macht das ja auch so ein bisschen so klar, Alter, ich mache auch manchmal Filter drauf, wenn ich mir so denke, Alter, das will ich euch jetzt nicht antun. Aber es sollte nicht zu einem Krampf werden. Es gibt halt auch Influencer, die dann sagen, woke up like this oder guten Morgen, ungeschminkt. Und dann sieht man trotzdem, dass da der You Are Beautiful Filter drauf ist oder so. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, so eine gesunde Mischung ist, glaube ich, einfach wichtig. Man kann auch gemachte Brüste, gemachte Lippen und gemachte Lashes haben, aber dann sollte man trotzdem immer so ein bisschen andere Werte noch vermitteln. Das ist halt jetzt nicht... Ihr wisst schon, was ich meine. Manchmal bist du ein kleiner Weirdo, aber das lieben alle an dir. Thanks. Next one. Erst fand ich dich etwas komisch, aber dann haben sich meine Interessen geändert. What do you want to say? Beauty, Lifestyle, Mode. Und jetzt gucke ich nur noch deine Videos. Love you. Okay, also... Okay. Danke, dass du mir jeden Tag ein bisschen mehr Freude durch deine Videos schenkst. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich kann jedem von euch da ein bisschen so den Vibe geben. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin eine Fashion-YouTuberin. Ich würde auch nicht sagen, ich bin eine Beauty-YouTuberin. Ich würde auch nicht sagen, ich bin eine Lifestyle-YouTuberin. Ich bin irgendwie so ein Allrounder. Dann passt Lifestyle ja eigentlich am besten, weil Lifestyle ist ja eigentlich das Wort von, keine Ahnung. Als erstes fand ich dich und Marcel auf YouTube eingebildet, oberflächlich und so. Ich weiß nicht, ihr wart in meinen Augen damals einfach nicht so die Art von YouTuber, mit denen ich mich damals identifizieren konnte. Damals war ich dumm. Heute bist du mein Idol, die stärkste, hübscheste, humorvollste und vor allem unabhängigste Frau der Welt. Oh mein Gott, ich werde fast rot. Das ist so süß, weil ich bin, glaube ich, manchmal, ich bin gar nicht so stark, wie ihr alle denkt. So. Ich versuche es halt für euch zu sein, aber ich habe auch meine Tiefpunkte. Alles andere als oberflächlich, weil du jedem so nimmst, wie er ist und deshalb mag ich dich so. Thank you. Ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen, weil das einfach so nett ist. Sowas zu hören ist so, tut echt so gut. Ich muss kurz chillen. Das ist nicht so viel für mich. Mein Zopf tut mir gerade irgendwie weh. Also für alle, die das immer fragen, manchmal ist der Zopf schon schwer, vor allem wenn man den so mega hoch macht und ich habe gerade so ein Zopfgummi drin, was jetzt nicht so mega fest sitzt. Egal, ich drehe jetzt einfach so weiter. Ich habe mir deine Videos früher nie angeguckt, weil ich mir dachte, dass du wieder nur so eine dumme, abgehobene Influencerin bist. Ich weiß, davon gibt es viele. Allerdings fand ich deinen Style mega cool und habe mich dann mal überwunden und ein Video von dir angeguckt. Oh mein Gott, Leute, ich kenne sowas. Ohne Witz denke ich mir manchmal, oh nee, nicht noch eine so. Nicht noch sowas. Nee, nicht noch sowas. Und gehe so der Person die ganze Zeit aus dem Weg, obwohl mir ihr Video die ganze Zeit empfohlen wird. Und dann gucke ich mir die Videos an und denke mir so, oh wow. Dann habe ich mir ein Video von dir angeguckt und mir einfach direkt gedacht, die ist ja mega sympathisch und authentisch und seitdem schaue ich immer jeden Tag deine Videos. Thanks! Wisst ihr, was ich mega krass finde? Ein Mädchen, das ich sage jetzt nicht den Namen, weil ich glaube, dass sie vielleicht Shitstorm kriegen könnte von Leuten von mir von früher. Aber das ist auf jeden Fall ein Mädchen aus meiner Schule, mit der ich jetzt nicht immer, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Freunde waren, aber wir waren so, man kannte sich halt so, ne? Die war auch ein Jahrgang unter mir oder zwei, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall hat sie mir geschrieben, ich muss sagen, sie hat mich schon relativ oft supportet, was ich voll oft nicht verstanden habe, weil sie mit Leuten chillt, die mich wirklich unnormal hassen. Oder beziehungsweise, die es irgendwie cool finden, über mich schlecht zu reden. Ich glaube, Hass ist so ein sehr großes Wort, weil I didn't do anything bad to them. Aber irgendwie waren sie halt neidisch oder sie hat mich halt irgendwie trotzdem gehatet. Und I mean, how can you not hate this perfect chick here? Egal, darüber habe ich auch schon 1000 Milliarden Videos gemacht, dass in meiner Schule Leute waren, die wirklich einen absoluten Dachschaden hatten. Aber egal, sie schreibt, als jemand, den ich schon von vorher kannte, war ich ehrlich gesagt nicht sonderlich überrascht, als du mit YouTube angefangen hast, weil ich mir schon immer dachte, dass es dir nichts Normales wird. Klingt nicht unbedingt positiv, aber ich nehme es mal so positiv auf, weil ich
wollte einfach nie diesen normalen Weg gehen. Ich wollte nicht der Norm entsprechen. Ich wollte irgendwie ausbrechen aus dem System. Und ich habe es eigentlich geschafft. Und ich kann noch mehr Leute motivieren, auch ein bisschen auf ihr Bauch mehr zu hören. Also auf ihr Herz, sagen wir es mal so, nicht auf den Kopf. Weil Kopf würde sagen, ey, studiere, mach alles sicher. Klar, es ist übelst wichtig, aber Leute, ihr müsst im Leben auch mal Sachen riskieren. Also wirklich, wenn sich irgendwie so die kleinste Chance öffnet, dann ergreift sie auch. Es sei denn, ihr seid glücklich mit so einem sicheren Leben. Ne? Ich will ja gar nicht sagen, dass es sowas nicht gibt. Viele Leute sind absolut glücklich mit einem sicheren Leben, aber ich halt einfach nicht. Dafür warst du einfach schon immer zu besonders. Besonders kann man auch zweideutig sehen. Gleichzeitig wusste ich aber auch, dass ein Riesenschützner von den Leuten aus der Schule auf dich zukommen wird. Oh yes. Umso mehr feiere ich, dass du einfach weiter durchgezogen hast und gönne dir deinen Erfolg wirklich sehr. Du bist sehr authentisch und kommst extrem sympathisch rüber. Das kann man nicht von vielen YouTubern und Instagram behaupten. Sowas von jemandem zu hören, der mit Leuten chillt, die mich hassen, finde ich irgendwie krass. Also es bedeutet mir schon viel, weil das heißt, dass ich nicht so scheiße sein kann wie manche von euch da draußen. Ich meine, das ist ja Ansichtssache. Manche Leute finden mich auch unsympathisch, manche Leute finden mich trotzdem arrogant. Aber ich glaube, diese Leute setzen sich nicht so richtig mit mir auseinander. Jeder hat mal Phasen, wenn man vielleicht Minute 3 von meinem letzten Vlog anguckt, denkt man sich so, was ist mit dir los? Aber wenn man sich so damit beschäftigt, und ich glaube, das ist eine Sache, die kann man so krass gut auf den Alltag übertragen. Also ihr könnt auch mal bei euch drüber nachdenken, wenn ihr irgendwie gerade dumm findet, setzt euch ein bisschen mehr mit dieser Person auseinander und vielleicht findet ihr dann raus, warum sie gerade so war oder warum sie gerade so ist oder warum sie dir nicht Hallo gesagt hat oder... Wisst ihr, man sollte Sachen immer von so vielen Seiten betrachten, bevor man sich so eine Meinung macht. Und vor allem sollte man sich keine Meinung machen, weil jemand anderes sich eine Meinung gemacht hat und sie dir einfach nur erzählt. Wisst ihr? Wow, ich schweife schon wieder ab. Hello! Noch ein Mädchen. Ich weiß auch, ich sag das jetzt lieber nicht, wenn ich sie persönlich kenne. Okay, außer Jule. Jule, dich habe ich hier absolut ins Boot geholt. Dass du oberflächlich wärst, heute weiß ich, dass du tolle Werte und viel Tiefgang hast. Ich frage mich so, warum dachte man, dass ich oberflächlich wäre? Weil ich war eigentlich schon immer jemand, der übelst deep war. Und wenn ich oberflächlich wäre, würde ich mich nicht mit diesen verwahrlosten Haaren hier hinsetzen, aber gut. Hier ist noch ein mega langes. Erst kamst du ein bisschen sehr fein rüber und anspruchsvoll. Wie du über die Stoffe der Kleidung und so weiter geredet hast und artikuliert hast, das war so der erste Eindruck. Wahrscheinlich meinst du dabei bei Werbung versus Realität, weil ich immer, mir sagen auch voll viele YouTuber immer so, boah krass, wie viel du über ein Kleidungsstück reden kannst und ich so... übertreibe ich. Das ist jetzt schon bestimmt 2 oder 3 Jahre her. Seitdem habe ich dich immer weiter verfolgt und seit circa einem Jahr bist du einer der Menschen, die ich auf Insta und YouTube am meisten verfolge. Boah, das freut mich. Ich finde mittlerweile, der erste Eindruck hat getäuscht. Nicht, was die Ansprüche angeht, aber jetzt sieht man, du bist eigentlich die lockerste, ehrlichste und realste Person in dem ganzen Social Media Game. Wie du trotz Schwächen wie Paraloops... Wisst ihr, was du wusstest? Ich habe letztens ein Bild mit jemandem gemacht. Und dann kam so eine Wespe und ich habe irgendwie so gemacht oder so. Und dann haben die auch so gesagt, so, oh, Paraloops ist wieder am Start. Und ich finde das dann irgendwie so geil, weil ich dann wirklich check, dass ihr mich verfolgt. Weil ich glaube, nicht jeder kennt Paraloops. Aber die meisten, also ich hoffe, die meisten von euch wissen, wer Paraloops ist. Für alle, die es jetzt nicht wissen und ab jetzt aber Teil dieser Community in einem sehr intensiven Wege sind, Paraloops ist meine Paranoia-Seite. Und ich habe ungefähr Paranoia vor allem. Jetzt muss ich gerade an Elena denken. Elena Miras. Von Sommerhaus der Stars, wie sie auf diesem schwankenden Teil saß und gesagt, Paranoia! Weil du uns Schwächen wie Paraloops zeigst und auch einfach Alltägliches, worüber jeder jedoch keiner zu sprechen mag. Was eigentlich komplett doof ist, aber so ist die Gesellschaft nun mal. Ja Leute, und wisst ihr, ich bekomme so hart auf die Fresse teilweise, weil ich sowas sage. Ich glaube, dass das als Außenstehender gar nicht so rüberkommt. Aber voll oft, wenn ich mal irgendwas anspreche, was so ein bisschen kritischer ist, habe ich mehr Dislikes als andere Leute. Und dann denke ich mir so, irgendwann, also ist es mir komplett egal, weil irgendwann wird das hoffentlich normal sein, dass mehr Leute mehr Sachen ansprechen und die in Grund und Boden vertreten, wenn sie dazu stehen. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin so oft so ein bisschen so kritisch in manchen Hinsichten und spreche Sachen an, über die halt nicht so viele Leute reden. Und dann kommen immer direkt die Leute, das kannst du doch nicht machen, Daumen runter. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn meine Community die Daumen hoch schmettert. Weil es ist ganz cool, dann wirkt es diesen komischen Leuten ein bisschen entgegen. Aber du bist nicht so. Und das inspiriert positiv. Bei dir habe ich auch keine Bedenken. Wenn Jüngere dir zuschauen, wie bei sehr vielen anderen. Du bist mir einfach mittlerweile mit Abstand am sympathischsten hier. Boah, das ist so ein krankes Kompliment, Leute. Vor allem, weil, nur weil ich manchmal über Sexualität oder so spreche, sagen Leute, du bist ein schlechtes Vorbild. Dein Freund macht dies und dies. Trotzdem versuchen wir so gute Werte zu vermitteln. So gute, wichtige Werte. Es freut mich einfach so unnormal, wenn ich sowas lese, weil dann ist es für mich einfach nur eine Bestätigung, dass ich das, was ich mache, weitermachen muss, dass ich weiter versuchen muss, meine kleine Loops-Crew ein bisschen ins Positive zu erziehen. Ich bin immer noch auch auf dem Weg, mich selber mehr zu finden und der Selbstverwirklichung und so. Und deswegen finde ich, dass das hier so... Für mich ist YouTube einfach die perfekte Grundlage,
mich selber zu entfalten und vielleicht Leute noch zu inspirieren, auch sich selber zu einem noch besseren Menschen zu machen. Ich würde sagen, es war ein schönes Schlusswort. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn ich dieses Musical-Video machen soll. Danke fürs Einschalten, ich habe euch ganz so lieb und ciao.